Wo ist sie? Ich dachte, sie wäre bei dir. Ich gehe noch einmal nach ihr suchen. Nein, wirst du nicht. Es geht dir gut. Oh, ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung. Beruhige dich. Ich bin nur froh, dass du nicht verletzt bist. Danke. Ich wollte mich verstecken, bis er weiterzieht, aber du hast mir die Mühe erspart. Na komm, ist schon gut. Wir hatten eine Abmachung, weißt du noch? Habt ihr möglichst viel über das Tal erfahren? Jetzt erzählt mir alles. Was habt ihr da draußen gefühlt? Ich glaube, die Monster kommen zum Sterben ins Tal. Es ist ihr Friedhof und diese ganze Region ist ein riesiges dazugehöriges Ökosystem. Kommt mit! Du hast recht. Die Monster finden ihre letzte Ruhe im Tal. Sie spüren ihr Ende und ziehen hierher. Ihre Kadaver werden zu Nährstoffen für das Korallenhochland. Aus dem Tod entsteht neues Leben, das am Ende des Zyklus zum Tal zurückkehrt und wieder stirbt. Es ist ein ökologisches Wunder. Eines, das jedes andere in den Schatten stellt. Ja. Aber habt ihr euch je die eine wichtige Frage gestellt? Wie lautet sie? Wer ist das Kernstück? Welches Monster könnte als Nährstoff für ein derartig großes System dienen? Was ist das Geheimnis hinter der Ältestenwanderung? Ihr kennt die Antwort. Sie sind das Kernstück. Bingo, der Tod eines Ältesten ist der Katalysator. Das Tal ist die Ruhestätte vom Sora Magdaros. Zumindest sollte es so sein. Die Hinweise sind alle hier, doch der Sora ist nirgendwo zu finden. Er hatte eine Menge Energie in seinem Körper gespeichert. Wollte er sie irgendwo hinbringen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Die ersten Viverianer leben hier schon viel länger als wir. Findet sie. Seht, es regnet Leben. Könnte ich doch nur weitere 300 Jahre leben. Vielleicht würde das gerade ausreichen, um das Ende dieses Wachwechsels zu sehen. Freunde, ihr beendet das. Ich möchte noch etwas hier bleiben. Sehen, was der Tod gibt und das Leben bringt.